Okay. Unser Projekt ist ein Videospiel, in dem man... okay, das wird nachher erklärt. Es ist halt ein Videospiel, das wir mit der Programmierplattform Scratch entwickelt haben, weil wir alle da schon ein bisschen Vorkenntnisse hatten und man dort recht schnell vorankommt. In unserem Spiel geht es darum, dass ein Atomkraftwerk explodiert ist und alle Bewohner im Umfeld durch die Strahlung zu Zombies mutiert sind. Um zu überleben, muss der Charakter, den man im Spiel steuert, die Zombies eliminieren. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir es mögen, Games zu programmieren. Und das haben wir mit Scratch gemacht, weil es uns auf Scratch einfacher fällt und wir mehr Vorkenntnisse haben. Die Herausforderungen, die auf uns zukamen, waren, die Bilder zu bearbeiten, die wir dann im Spiel verwenden, ein Tool zu finden, mit dem wir zusammen am Spiel arbeiten können, was dann schlussendlich nicht funktioniert hat, da wir kein passendes Tool gefunden haben. Schlussendlich haben wir es so gemacht, dass jemand die Bilder erstellt hat und jemand hat Pause gemacht und die anderen beiden haben programmiert an einem Computer. Die Pause hat immer abgewechselt. So. jetzt kommen wir zu der Demo. Wie wir da sehen, ist in der Mitte der Code der Figuren zu sehen. Da jetzt des Hauptcharakters, da des Schusses, des ersten Zombies und so weiter. Jetzt ist das Spiel auf Vollbild. Die Zombies kommen und man kann sich mit WASD bewegen. Mit der linken Maustaste kann man schießen. Oben links sieht man die Leben des Charakters, darunter das Level. Dann oben rechts den Score, die Zeit im Spiel. Am rechten Bildschirmrand ist jetzt ein Heilplättchen aufgetaucht, das den Charakter wieder heilt, wenn man es einsammelt, was aber auch wieder nach 30 Sekunden verschwindet. Unten rechts sieht man den durchschnittlichen Score pro Sekunde. Wir haben auch da so ein etwas, also eine, also ein Geheimnis, so wie reingemacht. Es ist eine Nuklearbombe und die funktioniert noch nicht ganz gut, weil sie noch nicht fertig ist. Herzlichen Dank, Emil, Luc und Robby. Und auch dir, lieber Lev, ich bin sicher, du wirst diesen Stream bald mal zu Hause anschauen. Lev hat nämlich von Anfang bis Schluss hier am Projekt mitgearbeitet. Er ist aber auch Schiedsrichter und musste heute ein Hockeyspiel anpfeifen. Wir wünschen ihm gute Entscheide. Das waren Emil, Luc, Robby und Lev mit Project Nuclear Terminator. Dankeschön.